Weiter geht's. Weiter geht's. Eddie ist am Zug, hat im Internet recherchiert, nach 2 Sekunden abgebrochen. Oder hast du ein Ergebnis gefunden? Nee, du hast ja gesagt, ich soll nicht gucken und dann habe ich... Du sollst ihn platt machen. Du sollst ihn platt machen. Ey, guck mal, wir haben auch noch... Wir haben noch 16, das sind 16, 71, 81 plus 48 sind... Wir können 2 Bloodrocks kaufen, ne? Benutzt mal einen Vermin. Was ist denn Vermin, Spermin, Dermin? Das wissen wir nicht, deswegen benutzt es mal. Kann man das benutzen irgendwie? Nochmal. Nee, Alter. Das ist bestimmt irgendwas Geiles. Wenn du genug Vermins gegessen hast, kommt der neue Boss. Ich guck das vorher nach, bevor ich die 3, die wir noch haben, verspende. Genau, das kannst du da mal nachgucken. Vermin. Vermin. Vermin, Dermin, German. Vermin. Es tut mir leid, ich versteh's einfach nicht. Ich mach nichts anders. Nee, du hast hier eine Sichtweite von beiden. Du kriegst wahrscheinlich doppelt. Darfst du immer nur einbetteln. Dip, 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 dip. Das ist alles so lächerlich, ey. Ich guck nach Vermin. Bildersuche Vermin. Das ist bestimmt irgendeine Dingssache, Covenant-Geschichte oder so. Das kann gut sein. Wir haben auch immer noch den Blumenkohlkopf nicht, ne, oder? Es gibt ja irgendwie... Den was? Den Blumenkohlkopf? Ja, es gibt irgendwie einen Hut, der sieht aus wie so ein Blumenstrauß oder ein Blumenkohl oder so. Crush this item to obtain plus one rank in the Covenant the League. Mhm. Obtained by completing a successful co-op session as a phantom whilst wearing the impurity rune. Oh, come on, hör auf da! Fucker. Ey, der schlägt nach vorne, trifft mich hinten. Der ist doch... Ich kann's dicht. Ja. So. Ja, da gibt's auch noch Items über die Covenants. Den One-Eyed Iron Helm. Gibt's nicht irgendwie ein neues Co-op Covenant? League's Death. League ist das, glaube ich. Da haben wir noch gar nichts mitgemacht. Das ist ein Typ, ich glaube, der ist mit einem Patch reingekommen. Er hat so einen ganz komischen Helm. Ja, das ist. Und da haben wir noch gar nichts mitgemacht. Ja, das ist halt ein Multiplayer Co-op Covenant. Du kriegst den einäugigen Eisenhelm. Oh man, fuck. Holt er erst sein Buddy. Ja, ist okay. Ey, ganz ehrlich, ich hab da auch keinen Bock drauf, weil das kannst du aber nicht. Ich kann jetzt hier 10 Minuten rumlaufen. Du hast es doch eben schon fast. Ja, weil ich ihn dann... Ich hab keinen Bock, ehrlich gesagt. Ich schau mich gar nicht an, wenn es zu dumm ist. Eben hatte ich ihn halt, bevor er sein Freund rief, schon ein bisschen runter und nicht auf 50%. So, deswegen hatte ich das. Dann spiel mal weiter. Ich guck hier. Typen sind mir echt zu blöd. Aber ich glaube, da gibt es eine Waffe oder so. Das ist das Doofe. Ah, es gibt richtig viele Covenants, ne? Annalise, Queen of the Wildbloods, Cainhurst Wildbloods, Chalice Guardians, Executioners, Hunter of Hunters, Milkweed, Powerkex und Walter.
Das sind alles Covenants. Okay. Das Milkweed ist, glaube ich, das, wo man den Blumenkohlkopf kriegt. Ah, genau. Du kannst nicht nur den Blumenkopf kriegst. Komm. Du wirst ein Parasit quasi. Fick dich. Lumenwoodkin ist der Covenant. Komm her, ich will dich jetzt nicht bei deinem Buddy, damit du nicht möglichst noch was zum Laufen hast. Die Rune sieht aus wie ein H und ein P, as in H.P. Lovecraft. Genau. Guck mal, wenn er jetzt läuft, das ist nämlich die Stelle, wo man ihn nicht kriegt. Oh, die haben sich gegenseitig gekillt? Kann das sein? Das war gerade. Nee. Was war das gerade? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich hab gerade die Trolle gebattelt. Du hast einfach nur die Pfütze aufgenommen. Hier, mach ruhig weiter. Oh, fuck. Ich bin ja hier dafür am Recherchieren, ob wir nicht mal in so einen Covenant gehen oder so. Kicker.de oder was? Warum bist du so böse? Ich verstehe es echt nicht. Ich sag dir lauter gute Sachen und das interessiert dich einfach nicht. Okay, mir fällt noch keine Alternative ein jetzt. Willst du jetzt in Covenant oder nicht? In welchen denn? Also, wenn du irgendwas Lustiges hast, was wir noch nicht kennen. Ich kann mal Walks. Was war das denn? Ich hab den eingeloggt und er springt 90 Grad nach links, oder was? Oh, das ist keine Stamina. Gut. 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 Gibt's auch noch keinen. Ich finde nichts zu diesen Typen. Ich weiß auch nicht, wonach ich suchen soll. Bloodborne. To. DLC. To. Giants. Vielleicht ist das. How to fight the giants in the well on NG plus 8.
Kakuyo-Weapon kriegt man da übrigens. Was immer das auch ist. Komm, steh ab, du! Noch einer oder was? Rakuyo. So. Ich gucke, während du es geschafft hast, gucke ich hier ein Video an, wie man es schafft. Ja. Und er hat ihn einmal geschlagen, dann ist er die Treppe hochgegangen und weggerannt. Und geht jetzt den ganzen Weg, um wieder von oben runter zu jumpen. Ja, das ist das Internet. Da darf jeder seine dumme Taktik reinposten. Wow! So, was ist dieses Akuyo jetzt? Ich hab ganz vergessen, dass hier die ganzen Fische sind. Der Dennis, Alter, das, die Folge gehört dir, ey, ohne Scheiß. Ich kann es nicht glauben, was für eine dumme Taktik der Typ da fährt. Guck mal, den Brunnen da oben an. Ist da irgendwas eigentlich? Was ist da? Das sieht einfach nur aus, ne? Ja, das sind diese komischen... Das sind die, die auch manchmal grün leuchten. Keine Ahnung, was die damit anstellen. So. Ja, jetzt guck dir mal gleich mal Rakuyo an. Guck mal, jetzt ist er nämlich wieder hier oben und kämpft von da oben und backt die aus. Das ist ja die lameste Taktik, oder? Echt. Naja, okay. Ich wollte helfen. Wie immer. Rakuyo. Da, Rakuyo. Was war das? Ach, das ist Marias Weapon. Das ist so eine Art Katana. Mit Blatt-Tinge bestimmt. Okay, jetzt im Brunnen geworfen. Und was hat es für Skills? C auf Skill? D auf Skill. Sag doch mal. Use it.
Mal sehen, was sie kann. Ey. Hinter zwei. War halt so geil, oder? Ah, da hinten noch so ein Blade, das ist ganz lustig. Aber ist nicht sehr lang, sehr schnell, ne? Kann ich auch mal? Nur die Waffe mal testen. Ah, das ist schön, das ist echt schön schnell. So, und der Typ, der hier labert, wenn du da den Blumenkohl anhast, dann mag der dich und erzählt was anderes. Und probier mal, genau, wenn du neben dem bist und hau jetzt mal diese Kack-Türme um. Direkt neben ihm. Dann reagiert er, glaube ich. Du musst es halt machen, wenn er nicht in der anderen Animation gerade drin ist und du ihn sehen, wenn du die umhaust. Guck mal hier, was ich umhau. Uh-oh. Uh-oh. Ups. Aber jetzt mal im Ernst, wir haben den DLC jetzt durch. Ja, so ist es. Und irgendwie fehlt so diese Bestätigung, ey, übrigens, du hast jetzt durch, ne? Ja. Irgendwie ist es wie so ohne Nachtisch. Die Doll soll angeblich was anderes sagen, wenn man ihren Dialog auswählt. Ach, wenn man talkt mit ihr, ja gut, okay. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht die Mega-Belohnung irgendwie. Doll sagt aber auch schon was, wenn man Maria getötet hat, weil die ja nach ihr gemodelt ist. Da geht's nicht zurück, leider. Tja. Was suchst? Secrets? Ja. Secrets down below. Ja, keine Ahnung. Ja, dann entweder ab in Chalice oder ab zum Farmen von Seelen, wenn wir noch schnell auf 120 kommen für die Schelle. Mhm. Oh, dann fehlt der Kopf da. So. Bisschen underwhelming, so ein DLC, der so hart ist und der auch irgendwie ganz geil war. Nicht mal Sprachausgabe. Doch. To love me. Of course, I do love you. Isn't that how you've made me? Yeah. Wow, mittlerweile 80.000 Seelen. Pro Farm Run, ein Level. Research Hall. Aber auch die Research Hall. Ah, könnten auch noch. Die ist so verschachtelt und das ist so ein Ding, was ähnlich wie in den Duke's Archives verschiebbare Treppen hat, was eigentlich einlädt zum späteren, weiteren Erforschen, weißt du?
Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas quasi versteckt ist. Irgendwas, was wir brauchen. Geil, ich bin anvisiert. Guck mal, wo der hinschießt. Oh mein Gott, ist das schlecht. Die Gatling Gun in einer Welt, wo Schwerter alles sind. Das Ding ist, dass ich absichtlich nicht diese ganzen super Geheimtipps jetzt irgendwie gelesen habe und in YouTube mir jeden Walkthrough, weil ich wollte es erst durchspielen und erst jetzt haben wir den Punkt erreicht, weil ich habe immer noch insgeheim gehofft, dass jetzt noch ein Secret Boss kommt oder so, den ich mir nicht spoilen lassen wollte. Und erst jetzt kann ich zu Hause in Ruhe bei YouTube immer das eine oder andere Video angucken zu irgendwelchen versteckten coolen Sachen, die wir sonst jetzt natürlich gewusst hätten. Und das mit dem Covenant zum Beispiel, du hast gerade Covenants vorgelesen, habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Und erst jetzt werde ich mich dran machen, das Ganze zu erforschen hier. Vereinzelt habe ich mir natürlich ein paar Sachen angeguckt, aber nicht so viel wie bei den anderen Souls-Spielen. Ja, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ich habe ja ein paar Folgen gefehlt, welche Bosse sozusagen. Stimmt, dir fehlen ja sogar ein, zwei Bosse. Komm, du bist genau vor diesem Biest gestorben, was unter dem Tisch ist, siehst du das? Kommt so raus, bäh. Ja, bei den Covenants gibt es natürlich dann auch noch Covenant-Belohnungen. Allerdings, wofür willst du die jetzt auch noch groß nutzen? So, wenn du nicht PvP machst, sag ich mal. Mhm. Ja gut, Chalice Dungeons ist immer eine Option, da kann man natürlich immer noch reingehen, aber die fand ich jetzt persönlich nicht so mega krass motivierend. Nee, da ist so nach einer halben Stunde, nach einer Stunde ist das fast Arbeit, weil das so repetitiv ist, die Challenge-Dungeons abzuklüngeln. Das ist echt anstrengend. Mhm. Und meine Seelen. Einer von denen, die? War fast ein Level. Und ganz schön rein. Irgendwo meine Seelen. Der Altar war ja auch eben unten, oder? Ja, du hast ihn ja hochgeholt, als du aufgeschlagen bist. Aha, stimmt. Ja, die werden da unten nicht sein, glaube ich, aber ich will. Nee, die hat einer von den Sackköpfen. Nur da die keine Augen haben, kannst du nicht sehen, welcher. Das ist ja Leuchtturm. Ist hier jemand Neues? Haben wir den Typen unten getötet? Ja, ne? Mhm.
der, ne? Ist jetzt doof, dass wir nicht live sind, nicht in den Chat gucken können. Dann könnte der Chat vielleicht den einen oder anderen Tipp, was wir noch machen könnten. Aber geht jetzt gerade nicht. Was wir natürlich machen können, ist am Anfang von jedem Farm Run kurz die Glocke läuten für Hilfe. Dann siehst du nochmal den Boss, der hier in diesem Level ist. Mhm. Hat sich vergiften? Ich dachte, das geht schneller. Ach so. Wo ich gelandet bin. Raus, wenn du den Tod zu sterben, ne? Einfach auch mal, wo ich gelandet bin, Alter. Ja, nicht schlecht. Ja, mit diesem Tod gehen wir nochmal kurz in die Werbung. Wo haben wir denn 150.000 Seelen? Ein bisschen brauchen wir noch. Und dann sehen wir euch gleich wieder, ne? Mhm.